Guten Morgen! Nachdem ja nun das Kalorienzählen vorbei ist, dürstet mich irgendwie nach einem neuen Experiment. Und ich hatte ja schon letztes Jahr damit geliebäugelt, aber dann doch nicht den Mut gefasst, damit anzufangen. Aber nun habe ich gestern das erste Mal eine Strecke barfuß zurückgelegt. Und das blende ich im Hintergrund mal ein und werde ab heute probieren, jeden Tag Barfußstrecken zurückzulegen. Klar, derzeit ist es recht kalt an den Füßen und es schmerzt, aber das Problem, was bei mir entscheidend sein wird, ist mein Bandscheibenvorfall und der Ischiasnerv damit verbunden ist. Denn bei Kälte reagiert er sehr, sehr empfindlich und das war in der Vergangenheit immer mal der Auslöser für wochenlange Rückenschmerzen. Da versuche ich es jetzt nicht zu übertreiben und wirklich erst einmal nur kleinere Strecken zurückzulegen, so dass sich eine Toleranz bildet, auch eine Hornhaut bildet und die Kälte nicht mehr so wahrgenommen wird, beziehungsweise der Körper sich irgendwie daran gewöhnt. Kann also sein, dass innerhalb von 3-4 Tagen sich das Experiment wieder geschissen hat, aber ja, es ist trotzdem ein Experiment. Ich könnte natürlich, klar, im Frühling oder im Sommer damit anfangen, aber wenn ich anfangen will, dann will ich anfangen. Und ich habe jetzt Bock drauf und ja, wenn ich jetzt laufen kann, dann ist im Sommer quasi ja dann noch leichter, ne? Und auch wenn man sich dran gewöhnt, weil ich wäre wirklich dann auch im Winter, also im tiefsten Winter, auch wirklich zu 100% barfuß laufen. Und wenn ich da im Sommer bei 40 Grad anfange, naja, ich glaube, das reicht nicht, die Zeit für Hornhaut und so weiter. Und deshalb, umso eher anfangen, umso besser. Bei der Rohkost genau dasselbe Prinzip gewesen, ne? Auch direkt im Winter angefangen. Einfach anfangen, ne? So, apropos einfach anfangen, da gibt es einen Blog, einfach anfangen. Ich bin ja noch nicht der große Blogleser, aber beim Rohkost-Potluck, da sind mir zwei Menschen begegnet. Und zwar ist das die Antje und der Ronny, die haben einen Blog, einfach anfangen. Da geht es auch so um Barfußlaufen und so weiter. Und die haben mich auch ein bisschen inspiriert. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. So, also ich habe jetzt wirklich den Willen und muss nun wirklich ja, da schauen, ob mein Körper da irgendwie mitzieht. Aber warum eigentlich barfuß laufen? Wie gesagt, lass mal im Hintergrund meinen ersten Walk vom Garten nach Hause abspielen. Das waren ungefähr 500 Meter. Ja, also für mich das stärkste Argument gleich mal vorneweg. Es ist natürlicher, einfach da wirklich so zu laufen, wie die Natur mich designt hat. Ich esse ja vorwiegend auch die Dinge, wie sie die Natur für mich designt hat und fühle mich dadurch besser. Warum soll es also beim Laufen irgendwie anders sein? Na klar, da kommt dann der konditionierte Otto-Normalverbraucher. Aber der Fortschritt, Christian, der Fortschritt! Wir haben noch so viele tolle Erfindungen gemacht. Wer sagt denn, dass diese Erfindungen wirklich toll und gut sind? Die Menschen, schon klar. Aber ich meine jetzt außerhalb der Menschen. Gibt es irgendein universelles Feedback der Natur, irgendwelche Lebewesen oder Pflanzen, die uns dann mitteilen, dass der Fortschritt, den wir vorangetrieben haben, positiv ist? Ich lasse die Frage einfach mal offen. Ich für mich habe erfahren, dass eine natürliche Lebensweise meist angenehmer ist. Nicht immer auf den ersten Blick oder auf den ersten konditionierten Gedanken bezogen, aber mit dem, ja, mit dem Wissen um das große Ganze und einer ganzheitlichen Betrachtung des Seins auf jeden Fall. Aber trotzdem, nach den ersten 500 Meter auf eiskaltem Boden habe ich ja, schon sehr große Schmerzen gehabt und auch der direkte Kontakt zur Erde war zwar angenehm in irgendeiner Weise, aber es war auch sehr, sehr kalt. Und aber ja, wer weiß, was in meinem Körper, auch in meinem Alter jetzt überhaupt noch möglich ist mit dieser Kälte und so weiter. Ich will es einfach probieren und ich habe da, wie gesagt, bisschen Angst natürlich wegen diesem Nerv aus der Erfahrung. Das ist also ein neurologisches Netz. Wenn Kälte am Fuß war, dann hat halt immer der Nerv angesprungen. Aber ich weiß ja auch, dass zum Beispiel, wenn ich hungere oder wenn ich faste, dass es ein Unterschied ist. Einmal will ich das und einmal ist es erzwungen. Und die Kälte, so war erzwungen, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und jetzt will ich das. Jetzt setze ich mich bewusst der Kälte aus. Und vielleicht hilft das ja, ne? Also ich hoffe es zumindest. Der zweite Grund, dass der Fuß viel besser trainiert wird. Schaut euch doch mal diese bemitleidenswerten Menschen wirklich von heute an, die mit ihren Senk-, Spreiz- und Plattfüßen, man kann jetzt sogar alles auf einmal haben, durch die Gegend torkeln. Die Füße müssen von Anfang an, genau wie alles im Endeffekt, was lebend oder was dynamisch ist, auch gefordert werden. Aber stattdessen werden ja, diese krankmachenden Ungetüme mit Michael Jordan-Federung und BMW-Stoßdämpfer mittels Marketing zu einer erstrebenswerten Sache in unserem Hirn geformt. Wir werden dazu gebracht zu leiden und ja, und dieses Leiden dann auch zu genießen oder dieses Leiden nicht zu erkennen. Ne? Schuld daran sind nicht die Firmen, ne? Schuld daran ist jeder Mensch, der sich für dumm verkaufen lässt. Das sage ich immer wieder dazu. Jeder Mensch, der daran glaubt, was man ihm sagt, der unbewusst durchs Leben geht, ist für die Situation mitverantwortlich, in der wir uns befinden. Auch
sag mal, im größeren gedacht, nicht nur für sich selber. Aber die Menschen, wenn sie schon erkennen, dass, ja, dass ihre Unbewusstheit von anderen Menschen ausgenutzt wird, was machen sie denn dann? Na, dann erkennen sie das zwar schon, aber dann schimpfen sie. Sie schimpfen auf die Firmen, auf die Politiker, die sind die Schlimmsten, ne? Und lamentieren und heulen und suhlen sich in der Opferrolle und sehen nicht ein, dass sie selber schuld sind. Ne? Anstatt die Strukturen zu kritisieren, muss man bei sich selber anfangen. Ne? Der dritte Grund, es ist billiger und bedeutet, ja, man muss wieder weniger Geld verdienen und kann mehr Zeit in, ja, oder mit, ja, geistiger und körperlicher Liebe verbringen. Die beste Möglichkeit, ja, den Planeten besser zu machen für mich. Vierter Grund, man stimuliert die Nerven. Durch die vielen Unebenheiten und, ja, diese diversen Untergründe werden die Nerven, ja, gefordert. Es wird immer wieder stimuliert, es entsteht eine Dynamik. Alles im Leben ist im Fluss, ja, aber unser Fuß im Nike Air Double Compression Vital Energy Maximum Boost Edeltreter ist so dynamisch wie, ja, der Großteil der Menschen im Geiste heutzutage. Fünfter Grund, kein Stress beim Schuhe kaufen mehr. Nicht nur das Geld, sondern auch die Zeit und der Stress in diversen Konsumtempeln. Das gehört der Geschichte an. Wir haben gelernt, für uns persönlich, aufgrund der ganzen Konditionierung in unserer Vergangenheit, dass dieses Geld ausgeben irgendwie was Positives ist, ne? Um einerseits für sich selber Glücksgefühl und zum anderen auch um die Wirtschaft anzukurbeln. Ne? Aber das, was wirklich helfen würde, das wäre, wenn die Wirtschaft komplett zusammenbricht und wir wieder klar im Kopf werden, was wirklich zählt. Nicht das Bruttoinlandsprodukt eines abgeschlossenen Kulturkreises, was man dann als Land definiert und in mehr oder weniger offensichtlichen Kriegen dann an die Spitze der Weltpolitik kommen möchte, sondern wichtig ist es, sich zu leben, sich zu ernähren, eins mit der Natur zu sein und friedvoll zu sterben. Das sind die Kernelemente. Sechster Grund, schönere Füße. Wahre Schönheit ist nichts Oberflächliches. Das ist etwas, ja, wahre Schönheit ist geistige Stimulation. Ein von der Natur wohlgeformter, gleichmäßig gebräunter und durchtrainierter Fuß, das ist nicht nur etwas für diesen geneigten Fußfetischisten, sondern für jeden gesunden Geist. Das ist ein entspannter Anblick. Ne? Die weiße schlinkende Käsemauke, die man aus der schwitzigen Wollsocke rauspellt, ist es mit Sicherheit nicht. Ne? Also einfach Muße, Schönheit. Siebter Grund, weniger Krankheiten. Von den offensichtlichen Fuß- und Nagelpilzen mal abgesehen, die in, ja, in feuchter und in abgeschlossener Umgebung die besten Voraussetzungen haben für ihre Verbreitung, hilft der Barfußgang auch für einen gesünderen Rücken. Natürlich dann immer das Barfußlaufen gekoppelt mit einem Barfußgang, also mit dem Ballengang, dass man mit dem Ballen zuerst aufkommt. Nicht nur einfach barfuß laufen, aber trotzdem mit der Hacke zuerst aufsetzen, ne? Und der Stoß dann den ganzen Körper durchziehen lassen. Ne? Gesündere Knie natürlich und es beugt das Barfußlaufen mit dem Ballengang zusammen die Bildung von Krampfadern vor. Für die Frauen ganz interessant. Das waren meine 7 Hauptgründe, ja, für das Barfußlaufen. Das Thema reizt mich schon seit 3-4 Jahren und entsprechend habe ich auch schon ja, diesen Vibram 5 Fingerschuh als auch den FX Trainer von Soulrunner in meinem Besitz. Ja, und bin mit beiden schon über ein halbes Jahr durchgehend unterwegs gewesen. Ne? Weil das Barfuß an sich war mir schon immer so, ja, und da Barfußschuhe war und ich ein konditioniertes Lebewesen bin, habe ich mir natürlich in erster Instanz eben diese Schuhe geholt. Die Links zu den beiden Schuhen, den habe ich mir unten in die Infobox gepackt, damit ihr wisst, von was ich rede. Aber auch wenn die Schuhe mehr oder weniger etwas barfußähnlicher sind, so ja, sind viele der Kritikpunkte, die ich daran habe, nicht eliminiert, also an den normalen Schuh. Also sie sind zwar näher dran am Barfußgang, aber ist halt auch nicht das Wahre. Ne? Das habe ich jetzt so ein bisschen erkannt. Aber sicherlich trotzdem für den einen oder anderen mal sicher interessant. Das war ja auch mein Einstieg mit den Barfußschuhen. Und eventuell kann ich mal diese beiden Top-Modelle der Barfußschuhindustrie mal vorstellen, indem Christian checkt. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr mal kurz einen Hinweis geben und ja, und dass ihr da einfach mal seht, wie man da vielleicht reinkommen kann, was man achten kann, weil es schon große Unterschiede, die es auch innerhalb der Barfußschuhe gibt. Ich bin sehr gespannt, ja, wie sich das jetzt bei mir entwickelt im Laufe der Tage. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, bei YouTube sicherlich auch so, aber natürlich auch bei Facebook und bei Instagram, weil das mit Foto einfach schneller, mal kurze Infos machen. Hier ist bei YouTube immer nur größere Themen. Also aber wenn sich irgendwas tut oder wenn ich jetzt abbrechen muss oder sowas, lassen sich auch bei YouTube sozusagen posten. Wenn ihr generell noch Tipps ja, zum Barfußlauf habt, ich bin ja jetzt nun quasi ein Einsteiger. Ballengang nicht so, da bin ich relativ versiert, das habe ich seit letztem Jahr schon gemacht, aber Barfußlauf,
Also wenn ihr da irgendwie Tipps habt, pass auf die Scherben auf oder sowas, immer gern gesehen. Oder eigene Erfahrungen zum Thema, dann teilt die unten in die Kommentare. Und ja, und dann wünscht mir einfach viel Glück bei meinem Versuch, dass ich jetzt sozusagen ab heute wirklich jeden Tag barfuß laufe. Allerdings natürlich nicht immer alle Strecken. Also wenn ich jetzt mal 4 Kilometer laufe, dann werde ich sie jetzt nicht barfuß zurücklegen. Dann werde ich meine Schuhe mitnehmen und so lange laufen, bis halt in erster Instanz erstmal die Füße taub werden von der Kälte. Dann kommt meistens ja, so eine Art brennender Schmerz nach der Taubheit. Und ja, und dann irgendwann sage ich irgendwann, es geht nicht mehr. Und dann ziehe ich es halt wieder an. Ne? Gut, also ich freue mich über eure Kommentare. Ich gehe jetzt meine Barfußrunde laufen und wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr konntet was bisschen Inspiration mitnehmen, dass ihr da vielleicht auch mal drüber nachdenkt, denn Barfußlaufen ist definitiv gesünder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.